Ja, meine Lieben, jetzt nochmal die Pellets. Wir hatten die schon ein paar Mal benutzt, aber immer bei schlechtem Wetter und so. Und haben das dann nicht lange im Test gehabt, also sind immer früh wieder abgebrochen. Und jetzt haben wir aber richtig schönes Wetter, wir haben ruhiges Wasser. Jetzt hauen wir die Dinger auf JJ's Stelle, auf meine nicht. Und dann gucken wir mal, wo es besser beißt. Bis jetzt beißt gar nichts. Oh, bis. Ja, auch so kann Aalangeln an der Tide sein. Das Aalmagnet bringt gar nichts. Wir sind jetzt schon seit 2 Stunden hier und hatten erst 2 Bisse und das war auf meiner Seite. Oh, aber was für einer? Jetzt ist der Aalmagnet da. Lieben Freunde der Sonne, herzlich willkommen zur nächsten Folge Aale Tag und Nacht hier in Staffel 6. Heute mal ganz bescheidenes Wetter, es ist sehr, sehr ruhig, sehr schwül, 22 Grad, ziemlich bewölkt, ab und zu mal ein bisschen Gewitterluft. Und ja, wir haben da noch so ein Ziel, wir wollen ein paar richtig schöne Aale überlisten. Ob uns das gelingt, das werdet ihr im heutigen Video sehen, zu den Montagen kommen wir auch noch mal kurz. Und ich hoffe, ihr bekommt ein paar schöne Eindrücke zu sehen. So, wir sehen uns gleich am Wasser. Das 6 Meter Monster wieder ausgepackt. Stellfischrute ist auf jeden Fall drin. Erstmal auch mit Tauwurm bestückt und mal gucken, was die Aale sagen. Also bis jetzt ist noch nicht viel passiert. 2, 3 Krebsattacken und vielleicht 1, 2 Bisse. Ah, es kommt noch. Die Niedrigphase oder die Stillstandphase haben wir auf jeden Fall verpasst. Ist jetzt schon wieder auflaufend Wasser. Aber ich bin mir sicher, da kommen gleich ein paar Aale. Jawoll. Hast du eine? Hundertprozentig. Ja, gerade noch von geredet und der sieht auch schon gut aus. Ja, klasse Maus, geil, Alter. Mega. Da ist die Nummer 1. Göttlich. Ein schöner Aal. Auf, was gebissen? Tauwurm. Tauwurm, ganz normale Montage, so wie ich auch. Alles gleich, auch Tiroler Hölzel. Und der erste Aal auf Tauwurm. Versorgen wir mal schnell. Ja, jetzt irgendwann in den nächsten Folgen, meine lieben Freunde, da werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen mehr bemühen. Dann werden wir uns noch andere Köder angucken, wie Granat oder andere Meeresfrüchte. Alles, was wir so finden und Dendrobena, Maden, Engerlinge, alles, was so geht, werden wir mal auf Aal testen. Aber jetzt im Moment sind wir so ganz gut versorgt. Gerade noch bei JJ's bei und abgestochen, dabei ist schon wieder der nächste. Der ist aber eindeutig zu klein. Gut, dass er vorne gehakt ist, den können wir so wieder reinlassen. Petri! Jo, Petri da. Das geht ja wieder auf einmal dann, ne? Schlag auf Schlag. Ja, komisch, ne? Ja. Jetzt gar nichts und dann. Action. Boah. Aggressiver von seiner Art. Der hat auch gut gekämpft, Alter. Ich dachte, ja. Das wäre ein Dicker. Boah, ist der stark. Jetzt habe ich dich. Aber der ist vorne, ne? Ja, ja. Der ist ganz vorne. Jo, den kann ich so wieder reinlassen, den Jungen. Sehr schön. Aber wieder ein schöner Aal. Ja. Schön. Flieg! Schipp. Und weg ist er. Ja, erstmal wieder aufbauen, dann melden wir uns gleich. Ich habe ihn doch noch gesehen, den Aal. Ja, da hat er es. Ach, hier, guck mal. Ja, auf jeden Fall. Er hatte nur das Stück drin, ja. Aber den Haken noch nicht. Nee, der war noch nicht so weit, aber der war auch so. So. Ja, egal, da war wieder einer. War wieder einer. JJ mit Fisch. Hol ihn hoch. Jawoll, ein schöner Aalmaus. Geil, geil. Ja, der hat gebissen und hat sich abgelegt. Also wir haben nichts mehr von ihm gehört, aber er war zum Glück dran und nicht in den Steine. Ja, Tauwurm läuft auf jeden Fall wunderbar. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir mal was anderes testen. Ist wieder ein schöner Aal. Ich bin fast so 100% sicher, dass es eigentlich heute besser laufen sollte, dass wir viel mehr Bisse haben und viel kräftigere Bisse. Kräftigere Bisse stimmt so einigermaßen, zumindest die Aale, die gebissen hatten. Aber mehr Bisse auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht warum, wir warten jetzt noch ein bisschen ab, gleich ist Höchststand. Dann kommt vielleicht noch mal eine Ruhephase und Ablaufen, wenn wir das noch hinkriegen von der Zeit und so. Und ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht beißt es dann noch mal heftiger, aber jetzt gerade im Moment ist es sehr, sehr ruhig. Auch wenn wir schon 3 Aale haben oder 4, weiß ich gar nicht. Aber von der Bissanzahl ist auf jeden Fall sehr viel weniger wie letztes Mal. Noch
auch eine wunderschöne Stelle gefunden. Die haben uns jetzt gerade erstmal ein bisschen platt gemacht. Entweder gehen wir hier in der nächsten Folge angeln oder wir machen das in dieser noch, weil es gerade nicht so gut beißt. Wir sitzen auf jeden Fall 300 Meter weiter dahin. Sehr anstrengend, aber muss sein. Gerade zweimal richtig schön runtergezogen, die Stellfisch. Aber hing leider nicht. Das Problem ist, wenn man ihm Band gibt und nachlässt, dann treibt die Pose so weg und der Biss ist versaut. Das heißt, man muss an gespannter Rute warten, bis er richtig hängt. Aber er scheint wieder weg zu sein. Aber gut, das ist wenigstens das erste Mal, dass ich heute sehe, dass was an meiner Stellfischroute passiert. Ich weiß auch nicht, heute ist richtig durchzogen. Ich habe schon ein paar Mal die Vermutung aufgestellt, weil wir auch schon öfter Nachtangeln und so gewesen sind. Und jedes Mal, wenn wir Nachtangeln waren, dann war die Bissausbeute auf jeden Fall nicht so heftig wie tagsüber. Und ich glaube, das liegt mit der Trübheit des Gewässers zusammen, mit dem Tidenstrom. Der ist ja sehr, sehr, sehr stark eingetrübt. Und wenn starker Sonnenschein ist, dann sehen die Fische meiner Meinung nach mehr, als wenn es zum Beispiel Nacht ist oder so wie heute sehr stark bedeckt. Vielleicht hängt das damit zusammen, aber es ist nur eine Vermutung von mir. Kann auch sein, dass es völliger Quatsch ist, aber irgendwie hängt mir das immer im Kopf drin. Also wird da schon irgendwie was dran sein. Ja, der ist auf jeden Fall weg. Ja, der ist weg. Schade. Ich mache jetzt nochmal neu Dendrobena drauf. Mal ohne Tauwurm geangelt. Hatte jetzt schon zweimal Biss, aber nicht hängen geblieben. Und eigentlich ist die Hoffnung ist eigentlich darauf, dass ich mit der Stellfischroute im Freiwasser noch einen kleinen Waller überliste. Aber bis jetzt nichts. Ja, bisher ist ja nicht viel passiert, meine lieben Freunde, aber wir haben da noch so ein bisschen was im Petto. Ich habe ja gerade die Stelle freigeschlagen. Ich würde sagen, wir packen jetzt gleich ein, denn wir haben auch noch ein bisschen Aalmagnet dabei. Und wenn die nicht so wollen, wie wir das wollen, dann schmeißen wir ja gleich ein paar Pellets rein. Dann werden die aufgeweckt und dann ziehen wir noch einen nach dem anderen. Ich bin mir fast sicher. Also los hin. Ja, die Welt geht unter, Maus. Ja. Ich würde sagen, das Aalangeln verschieben wir mal eben auf morgen. Ja, wie sagt man immer? Vor und nach dem Gewitter sollen die heftigsten Sternstunden auf Aal entstehen. Ob das wirklich so ist, das eine kann ich schon mal wieder widerlegen. Und zwar vor dem Gewitter. Es war leider heute nicht ganz so heftig. Aber wir werden morgen da wieder angreifen, wie schon gesagt, an der neuen Stelle. Und wir wollen auch wieder ein bisschen Fisch brutzeln. Aber diesmal nicht auf normale Art und Weise. Oder besser gesagt, auf die menschlichste Art und Weise. Was genau wir damit meinen, seht ihr in den nächsten 10. Meine lieben Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Regen und Gewitter sind vorbei. Man sagt, nach dem Regen und nach dem Gewitter soll es mega gut auf Aal beißen. Wir sind zurück an der neuen Stelle, die wir gestern frei gemacht hatten. Und ja, ich bin mega gespannt, was die Stelle hier beherbergt. Sieht nicht so aus, als wenn hier schon viele Angler gewesen sind. Zudem haben wir noch Aalpellets dabei, um ein bisschen anzufüttern und die Aale so ein bisschen in Beißlaune zu versetzen. Das werden wir jetzt gleich machen. Wir haben bis jetzt 4 Grundangeln drin, eine Stellfischroute. Wünsche uns Glück, wir sehen uns gleich. Ja, Routen sind jetzt gerade 5 Minuten im Wasser. Ich werde echt schon wieder ungeduldig. Ich frage mich, wo die Bisse bleiben. Aber wir wollten ja sowieso was ausprobieren, und zwar das Aallockmittel. Das sind kleine Pellets, die irgendwas beinhalten, was die Aale wohl gierig machen soll. Ob dem wirklich so ist, das werden wir jetzt testen. Ich hole mal die Pellets und dann füttern wir mal. Wie sollen wir das machen, JJ? Eine Stelle anfüttern, eine nicht? Deine anfüttern oder meine? Mir ist mal ausprobiert, ne? Sollen wir was machen? Deine anfüttern, meine nicht? Wir füttern JJ's Stelle an und wir füttern meine nicht an und dann gucken wir mal, ob sich an der Frequenz irgendwas ändert. Ja, meine Lieben, jetzt nochmal die Pellets. Wir hatten die schon ein paar Mal benutzt, aber immer bei schlechtem Wetter und so. Und haben das dann nicht lange im Test gehabt, also sind immer früh wieder abgebrochen. Und jetzt haben wir aber richtig schönes Wetter, wir haben ruhiges Wasser. Jetzt hauen wir die Dinger auf JJ's Stelle, auf meine nicht. Und dann gucken wir mal, wo es besser beißt. Bis jetzt beißt gar nichts. Oh, Biss. Auf den ganzen Taui. Auf den ganzen Taui. Aber es war auch ein guter Biss auf jeden Fall. Hat ein Stück abgenommen. Boah, was ein Biss. Ich sag gerade noch kein Biss, Alter, und zack. Ne? Ja, dann ist ja gut, dass du bei mir anfütterst. Ja. Wahnsinn, hat ein Biss. Dass er irgendwie aufgehangen hat, ne? Mann! So, anfüttern.
Wir haben hier jetzt ja Tidenhub, das heißt, wir haben hier starke Strömung. Das heißt, wir müssen die mit einberechnen. Wenn wir jetzt genau auf die Angel schmeißen, dann werden die Pellets von der Strömung weggedriftet. Das heißt, wir müssen so 2 Meter davor reinwerfen, damit die genau auf JJs Platz landen. So. Das reicht schon. Ich will gar nicht mehr nehmen. Ich will einfach, dass ein Lockstoff da ist und gucken, ob die Aale dann mehr zu dieser Seite ziehen oder ob die das gar nicht interessiert. Weg? Ja. Schade. Das ist unglaublich, ne? Heute sind es echt lümmelig. Ja, auch so kann Aalangeln an der Tide sein. Das Aalmagnet bringt gar nichts. Wir sind jetzt schon seit 2 Stunden hier und hatten erst 2 Bisse und das war auf meiner Seite. Oh, aber was für einer? Jetzt ist der Aalmagnet da. Da ist der Aalmagnet und der Aal gebracht. Das gibt's doch gar nicht. Und auch einen guten. Ey, und vorhin auch schon mal, ne? Weißt du das noch? Ja. Mit dem Aalmagnet, ja. Wo ich gesagt habe, es beißt im Moment nichts und dann bei mir, bap, bap, bap. Und jetzt hier bei JJ auf den Aalmagneten, Junge. Oh, der wollte aber auch. Der wollte richtig, Mann. Und das ist auch ein Gaun, ich helfe dir. Und wie fühlt sich das an? Ja, ey, komm, ich habe endlich, ne? Die ganze Zeit haben wir jetzt gedacht, scheiße. Boah, was schrecklich, Alter. Also wirklich, Freunde, wie gerade gesagt, wir sind hier jetzt 2 Stunden und es ist wirklich nicht viel passiert. Außer diese 3 Bisse. Immer Aaltuch dabei haben, ganz wichtig zum Packen. Boah, der will noch nicht so ganz. Boah. Ja. Das ist ein guter Aal. Das ist stark, Alter. Er hat auch so gebissen, ey. Harry ist das, ey. So, und dann hinterm Genick packen, da wo die Brustflossen sind, und dann genau hinterm Kopf, damit keine Organe treffen. Zack. Erledigt. Und auf trotzdem noch vorne gehakt, ne? Und trotzdem vorne gehakt, ja. Perfekt. Das Geile an dem Aaltöter ist, dass das Genick sofort durchtrennt wird und am Genick laufen auch die ganzen Adern und sowas lang. Also das heißt, er ist wirklich direkt tot. Da ist alles gestört, das ganze System. Sofort Ausfall. Down. Ja, auf jeden Fall ein schöner Fisch, Mausi. Hammer. Danke. Petri. Danke. Dann gibt es hier ja doch Fische, wa? Müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Aalmagnet reinkriegen. Nee, war ein Witz. Wir machen erstmal so weiter. Los. Der war gerade ein Biss, ne? Ich schwöre es euch. Ja, so wie der Fett oder noch. JJ, Fisch! Bei mir ist gerade auch richtig gebimmelt, aber nichts dran. JJ holt sie wieder raus hier. Richtig schöne Aal. Jawoll! Das nennt sich doch mal Aal. Das liegt ganz klar an den Aalpellets. Ja, natürlich. Spaß. Aber erst hat die ja gebissen, da ab und dann zack. Nee, erst hat die gebissen, dann bei mir und ja, dann bei dir. Stimmt. Schöner Aal, Alter. Und wieder perfekt gehakt. Bei mir klappt es irgendwie nicht. Aber bei mir sind das auch Wellen, so ein Karpfen, ist ja ein Logo. Natürlich. Oder? Klar, bei dir ist das so. Ja, deswegen, du hast die Aalpellets. Also ist ganz klar, dass ich hier im Nachteil bin. Nein, Spaß. Petrimaus, ne? Hammerfisch. Ja. Ich komm. Fast eine schöne Schlange wieder. Ein toller Aal. Wieder auf Tauwürmer. Wir sind die ganze Zeit nur mit Tauwürmer am Angeln. Das irgendwie funktioniert es immer noch am besten. Und man sieht es, wieder eine schöne Schlange bei JJ. Auch wieder auf Grund, ne? Ah ja, du hast ja nur Grund, ne? Ja. Perfekt. Petri Maus. Petri, die zieht einen nach dem anderen. Die hat so viel Glück, ne? Bei mir jeder Biss versaut. Oh, da ist ein Fisch hinterhergekommen, Maus. Alter, da wollte sich irgendjemand den Aal schnappen. Maus. Das ist hinterhergekommen. Wo ist er? Oh, wieder ein schöner, richtig geiler Aal. Was ist passiert? Mindestens so ein schöner Aal wie bei JJ gerade. War dran, an der Oberfläche, Kamera gezückt und wieder verabschiedet, bevor wir ihn im Kasten hatten. Der Tauwurm geht auf jeden Fall noch mal rein, der sieht noch gut aus. Und der Aal kommt auch noch mal wieder. Hoffe ich. Ey, wie viel Pech habe ich heute? Das ist nicht normal. Ich habe bestimmt schon 6 Aale versaut. Ja, aber das liegt daran, letztes Mal hast du mich abgezogen. Und jetzt bist du dran, ne? Ja, jetzt bin ich wieder dran. Das ätzen ist nichts, das, ne? Freunde. Ätzen ist das. Du schaffst es noch hier, die kommen wir alle. Beruhig dich eben, ja? Ja. Was? Zu null oder wie?
Zu null oder wie, Maus? Ja, heute, du, einen kriegst du noch. Ach, du bist doch ein Schatz, wa? Weil ich durfte das mal noch einen haben. Petri, wa? Petri, kannst du, ja, schöne Schlange. Ja. Ja, da werde ich hier eiskalt beim Aalangeln von der Frau abgezogen. Soll nichts Böses sein. Aber machst du echt gut, Maus. Echt geil. Schöne Aale, wa? Schön wohl genährt. Also hier läuft das noch am Jimmelstrom. Kaum zu glauben, da ist auch mein erster. Wo ist er? Juhu! Und weg damit. Oh, der ist eindeutig zu klein. Aber immerhin Fisch. Boah! Ja, den einen Fisch jetzt auf JJs Rute gekriegt, aber das war's dann auch. Wisst ihr was? Heute wird JJ die Aale fangen und ich mach mich jetzt ans Grillen. Wir machen ein schönes kleines Lagerfeuer. Natürlich alles in der Feuerschale drinne, mit einem Eimer Wasser dabei, damit wir das gleich löschen können, falls mal irgendwas passiert. Wir dürfen das hier vor Ort. Wir sollen bloß die Grillkohle wieder mitnehmen, alles schön wieder sauber hinterlassen. Und wenn es geht, die Feuerschale hochstellen, damit der Rasen darunter nicht kaputt geht. Das alles haben wir jetzt gemacht. Jetzt wird gleich schön Lachs gegrillt. So, Feuer ist in Gang. Heute mal ein bisschen anders. Heute mal ohne Grillrost, sondern mit Spießen. Wir wollen uns heute ein bisschen Lachs auf Spieße machen. Unser Geheimgewürz dazu. Und dann lassen wir uns das richtig schön schmecken. Richtig Bock drauf. Ja, alles schön vorbereitet. Kann nichts passieren. Grill steht hoch. Besser geht's nicht. Jetzt warten wir, bis das Holz ein bisschen entzündet ist. Und dann hauen wir unsere Spieße da rein. So, Vorbereitung geht los. Da liegt der Lachs, meine lieben Freunde. Da die Spieße. Ich werde die jetzt noch eben enthäuten. Werde ich die lieben jetzt noch eben die Haut abziehen. Dann hauen wir uns die schön hier auf den Spieß drauf. Schön gewürzt. Und dann machen wir die über offener Flamme. Göttlich. Erste Stück Lachs. Oh, eine Hexfieder. Oh, los, was soll ich sagen, Freunde? Was ist das bei mir? Ist mir einfach nicht geglückt und es ist ein Aal. Das ist zum Kotzen, ne? Das ist der Meta-Aal, den krieg ich gleich noch. Ja. Ich gönn ihn dir. Ja, Freunde, sieht auch schon ganz gut aus. Unser Feuer ist in Gang. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Spieße fertig und dann melde ich mich gleich. Perfekt. Hammer, oder? Super. Dickeres Stück Lachs. So, Mausi, du bist. Essen. Ja. Boah, Wahnsinn. Warm, mega, ne? Aber auch cool, ne? Das ist richtig Nostalgie hier wieder, Freunde. Lachs überm offenen Feuer. Wahnsinnig. Richtig nice, Mann. Bisschen brauche ich noch. Gut ist, der Lachs ist schnell.
Ja, das stimmt. Sieht schon sehr lecker aus. Ja, ne? Boah, sieht auf jeden Fall richtig Hammer aus, so ein Lachsspieß. Das erinnert mich ein bisschen an Schaschlik und wie JJ gerade schon sagt, an Störangeln. Lass es dir schmecken. Besten Dank. Boah, geil. Alter. Ich finde Lachs, das kannst du nicht mit Fisch vergleichen, weil Lachs hat irgendwie so, als wenn das so eine Mischung aus Fisch und Steak wäre. Das kann man ganz schlecht erklären, aber wenn ihr das nur mit Salz und richtig viel Pfeffer würzen würdet, dann würde das genauso schmecken wie ein Steak, ohne Witz. Und gerade über offenem Feuer so gegrillter Lachs ist das Beste, ne? Ah! Mega! Scheint zu schmecken, wa? Ja. Ah. Und heiß ist es auch. Zack. Kann man sich den schön hochschieben. Ja. JJ's braucht noch ein bisschen. Für mich sogar noch fast ein bisschen zu wenig Gewürz. Also knall ich meinen nächsten Spieß auf jeden Fall richtig schön voll. Aber hammer lecker, ne? Lachs ist unnormal, Freunde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Oh. Muss das? Und wie schmeckt der? Gut? Chefkoch wieder sehr gut hinbekommen. Bei dir mehr Gewürze oder weniger? Meint es eigentlich perfekt. Okay, ich will auf jeden Fall mehr jetzt. Nicht so viel. Ja, ist das schön, Freunde, wa? Meine Lieben, mit dem letzten Fisch verabschieden wir uns für heute. Diesmal aber nicht gefangen, diesmal schon gebraten und gebrutzelt. Guckt euch mal dieses schöne Stückchen hier an. Es sieht doch mega krass aus, oder? Leute, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt und wenn sie euch gefallen, dann tut mir einen Gefallen und drückt bitte den Like-Button und vor allen Dingen sehr viele Kommentare schreiben. Das hilft uns sehr, damit wir im Algorithmus höher geschaltet werden. So, wir essen jetzt unseren Lachs zu Ende. War ein wunderschöner Tag. Wir haben sau viele Aale gefangen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss. Kleines Update hier und ja. Nebenbei müssen wir natürlich noch ein bisschen ernähren. Wunderschöne Lachsspieße auf offenem Feuer. Ja, Freunde, guckt euch das an. JJ sagt gerade schon, ist ähnlich wie Flammenlachs. Aber irgendwie noch ein Stück weit geiler, weil wir den so schön knusprig dann kriegen. Ne? Ich beiß mal vor euch rein. Ne? Ist noch heiß? Boah. So geil, Freunde. Alter, wenn man das irgendwo kaufen könnte. Ich schwör, scheiß auf alles. Aber brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja immer alles. Und in den nächsten Folgen, da wollen wir es auch noch mal richtig krass machen. Da wollen wir den mal ein bisschen pimpen mit Paprika, Zwiebeln. Wir wollen noch einen Salat machen, noch ein bisschen Baguette dazu und so. Und heftig, Alter. Es gibt keine ausgewogenere Mahlzeit wie dieses hier, ne? Was ist das? Junge, krank. Kack. Es ist vorbei.